Zum Höhensatz. In einem rechtwinkligen Dreieck teilt die zur Hypotenuse gehörige Höhe h, das heißt diese Höhe h, diese Hypotenuse in zwei Abschnitte r und s, so, also diese Höhe teilt die Hypotenuse in diesen zwei Abschnitten ch mit Länge r und hb mit Länge s. Und zwar so, dass das Produkt deren Längen, also r mal s, gleich ist zum Quadrat von dieser Höhe. Das heißt, der Höhensatz besagt, dass das Quadrat dieser Höhe gleich ist zum Produkt von diesen zwei Längen. Wir werden diesen Satz sofort beweisen, und zwar diese Höhe, die zerlegt das rechtwinklige Dreieck ABC in zwei weitere rechtwinklige Dreiecke, AHC und AHB. In diesem Dreieck AHC, das ja rechtwinklig ist, gilt der Satz des Pythagoras, der besagt, dass h² plus r² dasselbe sein muss wie b². Und in diesem Dreieck AHB, das ebenfalls rechtwinklig ist, besagt der Satz des Pythagoras, dass h² plus s² dasselbe sein muss wie c². Also, hier steht, die Zahl ist dieselbe wie die und die Zahl ist dieselbe wie die. Daraus können wir selbstverständlich schließen, dass die Zahl plus die Zahl dasselbe sein muss wie die plus die. Machen wir das, wir addieren also diese zwei Gleichheiten und das führt dann zu 2h² plus r² plus s² gleich b² plus c². Also muss 2h² dasselbe sein wie b² plus c² minus r² minus s². So, wir setzen also diese zwei Termen rechts rüber. Jetzt noch folgende Überlegung. Das Dreieck ABC ist auch ein rechtwinkliges Dreieck. In diesem rechtwinkligen Dreieck ABC gilt also ebenfalls der Satz des Pythagoras. Daher wissen wir, dass a² dasselbe ist wie b² plus c². Wir wissen aber auch, dass diese Hypotenusenlänge a dasselbe ist wie diese Länge r plus diese Länge s. Da a dasselbe ist wie r plus s, muss a² dasselbe sein wie r plus s im Quadrat. Also dieses Quadrat ist gleich zu a² und b² plus c² ist auch gleich zu a². Also muss dieses Quadrat gleich zu dieser Summe sein. Das halten wir hier schon mal fest. Und das Quadrat von r plus s, das ergibt durch die binomische Formel, r² plus 2rs plus s². In dieser Gleichheit setzen wir r² und s² rechts rüber, da werden beide Termen mit einem Minus versehen. Und jetzt erkennen wir, dass die Zahl 2 mal r mal s diese Zahl ist, aber die Zahl 2h² ebenfalls, das ist dieselbe Zahl. Daraus können wir also schließen, dass 2h² dieselbe Zahl sein muss wie 2rs und wenn wir diese Gleichheit dann noch durch 2 teilen, dann haben wir effektiv herausgefunden, dass h² r mal s sein muss, was zu beweisen war. Man kann den Höhensatz auch geometrisch deuten. Dazu starten wir wieder von unserem rechtwinkligen Dreieck ABC und ziehen diese Höhe h Höhe relativ zur Hypotenuse mit Länge klein a. Diese Höhe h schneidet die Hypotenuse CB in zwei Teilstrecken CH und HC mit jeweiliger Länge R und S. Die Zahl H², die kann in dieser Zeichnung selbstverständlich als Flächeninhalt von diesem Quadrat gedeutet werden. Und die Zahl R mal S kann in der Zeichnung durch diesen Kreisbogen gedeutet werden als Flächeninhalt von diesem Rechteck. Das heißt, diese Länge r übertragen wir mit dem Zirkel nach hier, also senkrecht. Somit ist diese Breite von dem Rechteck gleich zur Zahl r
und die Länge, das ist die Zahl s. Also der Höhensatz besagt, dass dieses Quadrat denselben Flächeninhalt hat wie dieses Rechteck.